Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Tommy und ich habe was ganz Cooles im Internet gefunden und bestellt. Das nennt sich Bouncy Balls und damit kann man richtig coole Flummis selber herstellen und wir werden heute gemeinsam schauen, wie sowas geht. So Freunde, dann machen wir mal die Packung auf und schauen, was uns da so alles erwartet. Okay. Hier haben wir einmal verschiedene Pulverfarben. Ich denke, damit kann man die Flummis herstellen. Und wir haben irgendwelche Vorrichtungen, womit wir, denke ich, die Flummis gießen können. Drei verschiedene Formen. Einmal diese hier und einmal einen ganz großen. Jetzt brauchen wir aber noch eine Anleitung. Hier ist die Anleitung. Ich lese mir das Ganze mal kurz durch und dann machen wir weiter. So Freunde, ich habe jetzt alles mal hier durchgelesen. Hier steht alles auf Englisch, Spanisch, Deutsch, je nachdem. Und wer nicht lesen kann, der kann sich das hier nochmal bildlich alles anschauen. In 5 Schritten ist das hier bildlich erklärt. Ist alles relativ einfach. Und genau wie das jetzt alles funktioniert, machen wir gleich. Nochmal ganz kurz vorweg. Die Box findet ihr unten in der Beschreibung. Wer sich das kaufen möchte oder Mama oder Papa euch das kaufen möchte, unten in der Beschreibung findet ihr den Link dazu. Eine ganz geile Sache. Und wie geil das wird, sehen wir jetzt. So ihr Lieben, jetzt müssen wir erstmal die beiden Formen zusammenklicken. Das geht auch ganz, ganz einfach. Einfach nur einmal dran halten und reinklicken. Zack und fertig. Das machen wir mit den anderen Formen auch. So, so und so. Und wenn wir das alles haben, machen wir mit dem nächsten Schritt weiter. Jetzt brauchen wir irgendein Pulver. Bei mir ist die Farbe grün, weil ich grün liebe. Und eine Form. Das ist die größte, die wir haben. Bei so einer großen Form müssen 2 Beutel rein und bei den anderen kleinen Formen jeweils dann ein Beutel nur. Und wir fangen an. Das war Nummer 1 und hier kommt die Nummer 2. Immer mal wieder ein bisschen schütteln, so dass sich das unten alles gut absetzt. Und dann haben wir auch schon einen halben Flummi. Aber irgendwie ist er nur halb gefüllt. Ich werde mir das mal durchlesen, jetzt, ob das so wirklich stimmt. Gut, dass ich nochmal nachgelesen habe. Ich hätte fast Mist gebaut. Da müssen tatsächlich 4 Beutel rein. Also das heißt, in der großen Vorrichtung oder Form müssen 4 Beutel rein. Und in einer kleinen dann nur ein Beutel. So, das heißt, jetzt müssen wir nochmal 2 Farben zukippen, beziehungsweise 2 Tüten. Das ist einmal Neongelb. So, die hauen wir jetzt auch nochmal da rein. So, ein bisschen klopfen und dann auch nochmal die zweite Tüte von Gelb. So, ungefähr, ja, so. Da passt noch ein bisschen, immer mal wieder ein bisschen schütteln. So, das muss komplett voll sein, das Ding. So, da passt immer noch was rein und wieder ein bisschen schütteln und wieder was rein. Und ich glaube, da passt immer noch was rein. So, da sind jetzt 4 Beutel drinne. Aber es ist immer noch nicht ganz voll. Minimal ist da noch Platz. Deswegen kippe ich da jetzt noch ein bisschen von anderem Pulver noch dazu, dass wir das wirklich komplett füllen. Und dann machen wir es weiter, denn ich habe keine Lust, dass wir nachher nur einen halben Flummi haben. Deswegen nicht immer auf die Beschreibung hören, sondern auch in der Praxis ein bisschen mitdenken. So, dann kippe ich jetzt noch mal ein bisschen was dazu, dass es wirklich auch alles komplett gefüllt ist. So, ich habe jetzt noch was dazu gekippt und wie wir sehen können, ist die Form jetzt auch gefüllt, komplett bis oben hin. Und so sollte das dann auch aussehen. Und wie gesagt, nicht auf die Beschreibung hören, sondern kippt da so viel rein, bis das Ding wirklich komplett bis oben hin voll ist. So, und der letzte Schritt ist auch schon gekommen. Wir müssen ein Glas Wasser füllen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit man das füllen muss, weil im Bildlich ist das nicht so gut zu sehen. Aber ich habe es jetzt einfach mal nur bis hierhin gefüllt und dann schauen wir mal, wie das ganze Ding da so reingeht. Auf jeden Fall muss das 3 Minuten, also 1 Minute in Wasser gelegt werden und danach muss es 3 Minuten noch trocknen. Ich lasse jetzt einfach mal los und dann schauen wir, was passiert. 3, 2, 1. Okay, es ist nichts passiert. So sieht das dann aus. Wir lassen das jetzt so 1 Minute drinne. Ich denke, das muss ich alles mit Wasser jetzt aufsaugen. Und dann holen wir das wieder raus. So, die Minute ist um.
Dann kann ich die Vorrichtung wieder rausholen, hinstellen und dann warten wir nochmal 3 Minuten ab. Hier ist das Ganze aufgegangen und bei denen natürlich auch hier. Das Ganze geht alles auf, also wenn es trocknet, dann werde ich jetzt mal den Flummi auspacken. Okay, man muss ein bisschen brutaler an der Sache rangehen. So, ein bisschen da, ein bisschen da. Und komm raus. So, das war die eine Seite. Und jetzt die andere Seite. So. So. Wow. Wow. Das gucken wir uns gleich mal genauer an. Lass uns mal die auspacken hier nochmal. Was ist das denn? Interessant. Ich dachte, das wären alles runde Flummis. So, wir haben die einmal ausgepackt. Hier haben wir den ganz großen Flummi. Ganz geile Sache. Und hier, wie wir sehen können, ich dachte eigentlich, das wären auch runde Flummis, aber der ist geriffelt, sieht aus, ähnelt einer Melone. Und hier haben wir nochmal einen kantigen Flummi. Und ja, geile Sache auf jeden Fall, geht sehr, sehr einfach. Voll die coolen Dinger. Jetzt werden wir mal testen, wie die dann so hüpfen. So, dann mal einmal. Okay, der ist auf jeden Fall sehr geil, bis zur Decke. Und jetzt nochmal den hier. Oh, da weiß man leider nicht, wo der hinfliegt. Und der allerletzte. Okay, der fliegt auch noch fast einigermaßen gerade. Auf jeden Fall mega Spaß. Okay, bevor das alles eskaliert hier. Ihr wisst ja, das Büro ist noch ganz, ganz neu. Deswegen alles noch so hellhörig und noch nicht so viel Platz. Das ist ein Megaball, übelst, übelst geil. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück in mein Home-Studio und dann sprechen wir weiter. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Ihr habt es eben gerade gesehen, die Flummis funktionieren einwandfrei. Ich konnte sie ein bisschen testen, aber noch nicht halt so viel, sonst mache ich so viel im Büro kaputt, da liegt noch so viel rum. Aber ich bin von diesem großen Flummi sehr, sehr überzeugt. Der ist übelst geil, fliegt auch genau dahin, wo der hinfliegen soll. Und ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Sache. Das ist ein Kinderspaß. Ich hatte selber als Erwachsener Spaß daran. Ihr wisst ja, Tommy ist ein bisschen kindisch. Dazu stehe ich auch. Sehr coole Sache. Bei diesem großen Flummi habe ich noch eine kleine Idee in meinem Kopf gehabt. Und zwar, was haltet ihr davon, wenn ich den Hersteller anschreibe und den frage, ob er mir so viele Pakete zuschickt, wie er kann, damit ich das ganze Pulver zusammenmixen kann und daraus einen riesen Flummi basteln kann. Und den werden wir dann aus einem Hochhaus oder von einer Brücke runterschmeißen und dann... Das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Gucken, ob der Flummi das dann überlebt. Ja, sehr, sehr geil. Nochmal kurz zur Erinnerung. Da steht alles unten in der Beschreibung. Ihr könnt euch den Link, ihr könnt auf den Link raufklicken. Dann kommt ihr auf Amazon, könnt euch das bestellen, falls es euch gefällt. Oder ihr wollt es irgendjemandem schenken. Oder ihr habt einen kleinen Bruder, eine kleine Schwester. Oder ihr habt einen Papa, der noch genauso drauf ist wie Tommy. Dann könnt ihr ihn das gerne kaufen, bestellen. Und ihr habt damit Spaß. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ich habe euch gut unterhalten. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wer noch kein Abonnent ist, bitte jetzt abonnieren. Zur Tommy Family gehören. Wir machen den Content, den ihr haben möchtet. Ich höre auf euch, ich höre auf mich, wir hören alle auf uns. Und gemeinsam sind wir ein Team, eine Tommy Family, eine Familie. Ja, Freunde, bis zum nächsten Mal. Das nächste Video kommt bald. Also, haut rein, Mann. Tommy hat euch lieb. Ups.